Never had a brain for trees. Slush puppy kids swap brain for freeze. ES the game changer, I change degrees. Cause a blizzard. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26105 zu einer neuen Folge Formel 1 2016 Singleplayer. Diesmal bin ich alleine. Wir spielen heute den großen Preis von Großbritannien auf Silverstone. Wir sind momentan auf der Weltrangliste 2. Wir haben nur 16 Punkte Abstand. Das heißt, sollte Nico Rosberg schlechter abschneiden in diesem Rennen als wir, oder wir sollten den ersten Platz machen, können wir Nico Rosberg einholen und sind dann momentan auf der Weltrangliste auf Platz 1. Was ich aber nicht hoffe, wir sehen uns gleich im Qualifying In-Game wieder. Samstagnachmittag hier in Silverstone, also wird es Zeit, dass das heutige Qualifying beginnt. Freuen Sie sich auf die Action. Wenn man sieht, wie einige der Wagen die schnellen Kurven angehen, fragt man sich unwillkürlich, wie man das Auto auf diese schwierige Strecke wohl am besten vorbereitet. Gibt man Spitzengeschwindigkeiten den Vorzug vor Grip oder ist die Topleistung in Kurven am wichtigsten? Es ist leicht, den Wagen auf einer Geraden schnell zu machen. Man muss einfach den Abtrieb verringern. Aber bei einer Strecke wie dieser benötigt man auch Fronthaftung, die durch Abtrieb erzeugt wird. Andererseits ist es auch sinnlos, den Abtrieb zu maximieren, wenn man damit schlussendlich viel langsamer als alle anderen auf der Geraden ist. Dadurch verliert man Rennen. So, dann wollen wir uns das Setup mal anschauen, beziehungsweise einfach unser Setup laden, weil unser Setup hat jetzt bis jetzt immer gute Leistung gebracht. Wir nehmen das Setup auf Regenreifen, fahren raus und machen eine fliegende Runde und schauen uns einfach mal an, wie die Strecke ist. Oh, schon rutschig. Ja, haben wir doch drauf. So. Alter, fuck, Mann. Kann man da irgendwie eine Rückblende machen? Ja.
Platz 3, das war aber schlecht die Runde. Diese Strecke bringt mich zum Verzweifeln. Bevor dir das Benzin ausgeht, Boxenstopp innerhalb von zwei Runden.
So, erstmal hier mit einem leeren Benzintank fahren. Läuft bei mir. So. Session Info. Momentan Platz 3. Setup. Dann nehmen wir nochmal die anderen und gehen zur Strecke und machen eine fliegende Runde. Ey, ich muss jetzt noch eine Bestzeit fahren, ich kann nicht von Platz 3 starten. England ist eh so ein regnerisches Rennen. Kann sein, dass es da im Rennen auch regnen wird. Für die derzeitigen Bedingungen würde ich dir Einsatzregenreifen empfehlen. Jawohl, P1. Kurz vor Ende noch P1 geholt, das wäre ja nice.
So, Platz 1. Ich hoffe, er bleibt. Jawohl. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest. Werfen wir nice. Einen Blick auf die Top. Formel 1 kann alles passieren und üblicherweise tut es das. Jedes Team hat seine eigene Geschichte zu erzählen und alle möchten diese Geschichte gleich enden lassen, nämlich auf den Treppen des Podiums. Na, wohl zum Glück kein Regen, ey. Eine gute Autostunde von London entfernt wartet mit Silverstone, eine der renommiertesten Rennstrecken der Welt. Hier schlägt quasi das Herz des Motorsports mit 18 Kurven auf 5,8 Kilometer. Die Strecke wurde im Laufe der Jahre immer wieder verändert. Mittlerweile geht die Kurve 1 schnell nach rechts und es gibt zwei DRS-Zonen auf der Wellington und auf der Hangar Strecke. So oder so, Silverstone ist immer eine Reise wert. An meiner Seite darf ich heute einen Mann begrüßen, der mit der Spannung von Silverstone bestens vertraut ist, unseren guten Freund Stefan Römer. Du scheinst heute ein bisschen mehr aufgeregt zu sein als sonst. Gibt es etwas, das du mir sagen willst? Oh, ich freue mich einfach nur. Hier beim großen Preis von Großbritannien herrscht immer eine sehr spezielle Atmosphäre. Das hat sich über die Jahrzehnte nicht geändert. Kannst du dich noch an das epische Rennen von 86 erinnern, als Mansell und Piquet diesen unglaublichen Kampf hier austrugen? Silverstone hat also einen hohen Stellenwert. Und wenn ich mir die Zuschauer heute ansehe, dann wird mir klar, dass es nichts von seiner Magie verloren hat. Und dazu kommt noch das fantastische Fahrerfeld heute mit ein paar harten Rivalitäten und Umständen, die für ein großartiges Rennen sorgen werden. Ich kann es nicht erwarten. Wir müssen auf der Strecke bis Kurve 1 voll konzentriert sein. Wir sind jetzt im Vorteil und das soll so bleiben. Verteidige innen. Dann können wir Kurve 1 in Führung verlassen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Heute startet Felipe Massa von der Pole und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Rosberg, Raikkonen, Sebastian Vettel und Ricciardo. Verstappen, Alonso, Button und Sergio Perez. Bottas, Sainz Junior, Nico Hülkenberg und Grosjean. Gutierrez, Wehrlein, Danny Quert und Marcus Ericsson. Palmer und Haryanto. Felipe Nasser und Kevin Magnussen vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Alles klar. So, wir fahren 26 Runden. Sprit für 27 Runden wird mitgenommen. Ist da. Ich starte auf den weichen Reifen. Ah ne, hier. Ich stelle da gar nichts um. So. So, Rennen starten. Okay, wie war das Ausfahren? Du wirst beim Start etwas mehr Grip haben. Aber jetzt müssen wir die Reifen ordentlich aufwärmen. Vergiss nicht auch die Bremsen aufzuwärmen.
Hamilton hat sich einfach mal vorgedrängelt, dass die keine Strafen kriegen, die KI, ne? So. Behalte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Mal gucken, ob wir heute auch den ersten Platz halten können. Ich glaube es nicht. Oh, gut weggekommen. Sehr gut weggekommen. Hamilton klebt. Der will's wissen.
Hey! Das muss ich nochmal Rückblende machen. Da bin ich nicht zufrieden. Hamilton klebt hinten dran. Ich glaube nicht, dass ich den ersten Platz halten kann. Änderung bestätigt.
Alter, wie ich mich da durchschlinger, ey. Die Reifen werden gerade so von mir durchgenommen. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,4 Sekunden. Änderung bestätigt. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde einholen. Erstmal Rückblende. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit mir und A weitermachen? Änderung bestätigt. Alles klar. Oh, zum Glück kein Reifenplatzer. Los, los, damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist.
Sondern wir hatten es der Bottas geschafft, noch eine Runde mit diesen Reifen zu fahren. Hamilton kann ich hier niemals besiegen, seine Heimstrecke erstens mal und zweitens mal gewinnt er schon so hart an Abstand. Da muss ich nochmal Rückblende machen, weil eine 3 Sekunden Zeitstrafe lasse ich mir nicht gefallen.
Oh, ich muss mich so hart konzentrieren. Aber ich denke mal nicht, dass der erste Platz heute drin sein wird. Das kann nicht sein. Mache ich jetzt auch. Ein paar Informationen zur Wehrleitung. Anscheinend konnten sie das Problem lösen. Sein Auto wird schneller. Fahrer hinter mir. Änderung bestätigt. Bestätige. Diese Box ist so scheiß lang, Alter. Das regt mich auf. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant.
Das Problem ist, dass mein Teamkollege sogar besser ist als ich hier.
Das wird, glaube ich, schon nicht mal ein Podium heute. Hamilton, du Spasti. Hey! Ey, das gibt's doch nicht. Hamilton, ist es dein Ernst oder was?
Hey, was soll das denn? Das Geschubse. Noch 6 Runden. Dieser Hamilton fährt Kampflinie, Alter. Und die verteidige ich bis aufs bittere Ende. Ich bin auf P1 momentan, wusste ich gar nicht. Aber die kleben mir natürlich am Arsch. Fahrer hinter mir.
Erstmal rückgängig. Erstmal rückgängig. Fairfight rammt. Boah, ey, ich drück diese Tasten durch, Alter. Ich möchte keine Taste bei mir gerade sein. Ich muss noch zwei Runden meine Position einfach halten. Einfach zwei Positionen halten. Zwei Runden halten. Hey! Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus. Wenn ich dieses Fettgemisch nicht anhab, gell, die kommen locker so nah.
Hey, du kramst mich die ganze Zeit. Letzte Runde, Alter. Ich habe so hart gekämpft. Jetzt bleibe ich auch Platz 1. Das gibt's doch nicht, Alter. Wieder als erster gewonnen. Jawohl! So ist es. Gekämpft habe ich. Gekämpft. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Ich finde, heute hat sich Max Verstappen diesen Titel verdient. Opportunistisch wäre das richtige Wort, glaube ich. Dafür ist er bereits in seiner noch jungen Karriere bekannt geworden und hier hat ihm dieser Stil gute Dienste erwiesen. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, und damit verabschiede ich mich auch. Ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao Leute, euer MH26195.